weiterer Sonderfall, etwa wenn diese zwei Kreisscheiben quasi in waagrechter Richtung aufeinander stoßen. Da ist jetzt die Masse eigentlich die M2, die stoßende Masse, und die Masse M1, die gestoßene. Es sei die Geschwindigkeit von M1 senkrecht, die von M2 waagrecht, V2. Die Ebene, die Tangentialebene im Berührungspunkt ist jetzt lotrecht, der Winkel Alpha ist also 90 Grad, das ist unsere Richtung ET jetzt. Alpha 90 Grad. Die Stoßkraft findet in der normalen Richtung zu dieser strichlierten Ebene statt, also der Stoß in dieser normalen Richtung. Die Kraft als Reaktionskraft nach rechts auf die Masse M1, nach links auf die Masse M2. Der Winkel Phi1 zur waagrechten ist also 90 Grad der Geschwindigkeit V1. Der Winkel Phi2 der Geschwindigkeit V2 ist 0. Die geht ja in waagrechter Richtung, in X-Richtung. Also für diesen Sonderfall jetzt, dieses Stoßes der beiden Punktmassen sozusagen, zentraler Stoß wieder in Richtung der normalen, in der Richtung EN. Und die Richtung ET, vielleicht nach oben positiv. In Tangentialrichtung kein Stoß, also kein Reibungsstoß soll vorhanden sein, dann müssen die Geschwindigkeiten erhalten bleiben. Also die Geschwindigkeitskomponenten in Richtung T ist V1, in Richtung N ist 0 bei der Masse M1. Bei der Masse M2 ist die Geschwindigkeit in der N-Richtung, also in der Stoßrichtung V2 und in der Tangentenrichtung 0. Die Geschwindigkeiten nach dem Stoß sind ja mit W bezeichnet. Das ist das W1N in Geschwindigkeit der Masse 1 in der normalen Richtung mit, und die Geschwindigkeit W2N und W2T. W2T ist aber 0, weil in der T-Richtung keine Kraft übertragen wird, während W1T gleich V1 ist, weil hier bei der Masse M1 die Geschwindigkeit erhalten bleibt. Die resultierende Geschwindigkeit aus den beiden Komponenten, die ist die Geschwindigkeit W1. Aus den Komponenten W1N und W1T ist dann so schräg gerichtet. Der Stoß findet in der N-Richtung statt, also Geschwindigkeit nach dem Stoß ist gleich der Geschwindigkeit von des ersten Körpers vor dem Stoß, das war ja 0. Und die wird jetzt ja als die gestoßene Masse vergrößert, die Ursache ist die M2. Durch M1 plus M2, die Geschwindigkeitsdifferenz ist ja das V2 und 1 plus Epsilon für die beiden Stoßmassen.